Ich heiße dich ganz, ganz herzlich willkommen zu einem ganz neuen Let's Play hier auf meinem Kanal. Wer mich noch nicht kennt, ich bin Anna, spiele hauptsächlich Sims und Guild Wars 2 und dachte mir, passend hierfür wäre doch auch mal was Schönes, vielleicht was Neues für zwischendurch. Und dachte mir einfach mal, okay, komm, du suchst dir irgendwie mal was anderes. Und ja, hier sind wir bei Hogwarts Legacy. Ich freue mich unheimlich und finde dieses Spiel einfach grandios. Ich bin so, so, so begeistert. Ich kann es gar nicht wirklich alles in Worte fassen. Als ich gehört habe, dass es ein Spiel zu Hogwarts, also zu Harry Potter gibt, da war ich schon aus dem Häuschen. Und ja, ich dachte mir, wir spielen es heute einfach mal. Wir werden uns einen neuen Charakter erstellen. Und zwar habe ich mir da eine klitzekleine Besonderheit überlegt. Und wir starten einfach mal. Wir haben die Einladung bekommen. Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass Sie an der Hogwarts-Schule für Hexerei und Zauberei im 5. Jahr aufgenommen wurden. Das Schuljahr beginnt am 1. September. Die ersten Materialien wurden für Sie abgeholt und werden Sie auf Ihre Reise zum Schloss begleiten. Wie Sie vielleicht wissen, verbietet der Erlass zur vernunftsgemäßen Beschränkung der Zauberei minderjährig die Anwendung von Magie durch Personen unter 17 Jahren außerhalb der Schule. Aufgrund ihrer besonderen Umstände hat das Ministerium jedoch kulanterweise zugestimmt, dass Professor Eliza Fick ihnen dabei hilft, ihre Zauberkünste zu verbessern. Bevor er sie von London zum Schloss begleitet, wo sie am Festmahl und der Einführungsfeier teilnehmen werden. Mit freundlichen Grüßen Matilda Weasley, stellvertretende Schulleitung. Wir haben schon einen sehr, sehr bekannten Namen bekommen. Spiel starten. Ich freue mich unheimlich. Ja, man kann einen Charakter erstellen. Geschlechtsneutral, nur durch bestimmte Charaktermerkmale kann man dann das männliche oder weibliche gehen. Finde ich total toll, gerade in der heutigen Zeit. Ich würde sagen, ich stelle uns schnell den Charakter und lasse es dir ein bisschen mit Musik im Schnelldurchlauf vorspringen. Und falls du das nicht anschauen möchtest, kannst du gerne in der Videobeschreibung schauen. Da habe ich dir einen Zeitstempel beigefügt, wo dann steht, wann es weitergeht. So, Charakter steht. Ich habe sie total fancy gemacht, finde ich. Was ganz Außergewöhnliches muss man ja auch mal machen. Und ich finde die Haarfarbe total toll. Ja, wie man sehen konnte, habe ich ihr ein paar Narben gegeben übers Auge. Und jetzt dürfen wir Stimme 1. Das war gar nicht schlecht. Stimme 2. Spinnweben und etwas Staub. Nichts Beunruhigendes. Und dann kann man die Stimmhöhe machen. Das war wunderbar. Ich glaube, mir wird dieser Unterricht gefallen. Ich bin zwar noch Schülerin, aber ich bin vielleicht in der Lage, Ihnen zu helfen. Mhm. Es war wunderbar. Ich glaube, mir wird dieser Unterricht gefallen. Oh ja, ich glaube, wir machen das. Natürlich spielen wir auf Normal und jetzt bekommt sie ihren Namen. Und zwar heißt unsere gute Vanya Everseen und ist eine Hexe natürlich. Ja, ich würde sagen, unsere Reise beginnt. Ich zeige sie euch nochmal von Namen. Sie hat, ja, total die coole Haarfarbe. Hat ganz, ganz helle bernsteinfarbene Augen, würde ich sagen. Hat Sommersprossen bekommen und hat, wie man sehen kann, die Narbe im Gesicht. Ich finde sie total süß. Und würde sagen, wir starten einfach. Und dann würde ich sagen, starten wir unsere Reise. Ich bin super gespannt. Mal schauen, wo es dann jetzt hingeht.
Ah, dann sind wir wohl fast bereit aufzubrechen. Wirklich schade, dass wir nicht mehr Zeit mit Zaubern verbringen konnten. Sie haben unsere neuen Zauber sicher geübt. Jawohl, Professor. Tja, so schnell hat sich wohl noch niemand an einen Zauberstab aus zweiter Hand gewöhnt. Mit Ihrem eigenen werden Sie noch viel stärker sein. Danke, Professor Fig. Ich möchte Ihnen danken, dass Sie mir helfen vor das Schul... Wer ist denn das? Eliasar! George! Schön, dass du trotz der eher kryptischen Beschreibung dieses Ortes hergefunden hast. Ich apparierte schon zu vageren Orten als diesem. Doch beim ersten Versuch habe ich mich wohl etwas verrechnet. Die Theaterbesucher am Westend dürften sich sehr erschrocken haben. Es ist so lange her, als deine Eule ankam. Also ich... Lieber nicht hier, Eliasar. Natürlich. Sprechen wir auf dem Weg nach Hogwarts. Uns erwarten ein Festmahl und eine Einführungsfeier. Grandiose Idee. Solange dein junger Schützling hier nichts dagegen hat. Überhaupt nicht, Sir. Nach Ihnen. Dann wollen Ewig wir mal. Her, dass ich im Schloss war. Wäre gut, den alten Steinhaufen wiederzusehen. Alter Steinhaufen. Oh oh, sein Blick sagt alles. Na, wer weiß, von wem die Kutsche gezogen wird? Oh. Das ist mir ganz beim ersten Mal aufgefallen. Hui. Noch vor der Schottlandreise zu sehen. Gerade so. Und wer ist deine Reisebegleitung? Ein Neuzugang. Neu? Ja, Sir. Ich fange in der 5. Klasse an. Außergewöhnlich. In der Tat. Dass jemand so spät in Hogwarts aufgenommen wurde, hat man hier noch nie erlebt. Ich auch nicht. Aber da die anderen 5-Klässler ihre magischen Fertigkeiten schon seit 4 Jahren trainieren, bat mich der Schulleiter, den Neuzugang vor Semesterbeginn etwas auf Trab zu bringen. Nun, Sie haben Glück mit Ihrem Mentor. Professor Fig ist sowohl ein ausgezeichneter Lehrer, als auch ein erstaunlich kluger und begabter Zauberer. Mr. Osric neigt zu Schmeicheleien. Wahrscheinlich ein Grund, warum er es im Ministerium so weit gebracht hat. Hast du das gesehen? Oh. Oh ja. Es herrscht Uneinigkeit darüber, wie gefährlich Runrock wirklich ist. Ich muss das Ministerium noch überzeugen. Ein Drache. Aber ich glaube, er ist eine ernste Bedrohung. Und es war deine Frau, Eliasar, die mich vor Monaten auf ihn aufmerksam machte. Miriam? Wie denn? Vor ihrem Tod schrieb sie mir von Renrock. Fragte sich, was das Ministerium über ihn wusste. Bevor ich antworten konnte, erhielt ich das. Es war das Letzte, was sie mir schickte, Eliasar. Es kam per Eule. Aber ohne Korrespondenz. Ich kann nur annehmen, dass sie es schnell losschicken musste, um es zu schützen. Vermutlich vor Renrock. Ich kann es nicht öffnen. Es wird durch wahrhaftig mächtige Magie geschützt. Das sieht wie Koboldmetall aus. Das Symbol. Was leuchtet da? Ich sehe kein Leuchten. Ich auch nicht. Merlins Bar. Wir haben sie. Halt! Wir wissen. Oh mein Gott, ich muss gerade schocken. Oh mein Gott. Festhalten!
Ihre Hand schnell! Wow. Ein Eichhörnchen. Alles in Ordnung? Sie sind verletzt. Nur ein bisschen. Nehmen Sie. Dieser Mega-Power-Tank bringt Sie schnell wieder auf die Beine. Was ist passiert? Armer George. Warum musste er? Was hatte das blöde Vieh denn? Eine Kutsche im Flug angreifen? Ein Drache würde niemals... Professor? Sir, wo sind wir? Ich bin nicht sicher. Aber das war ein Portschlüssel. Portschlüssel? Ein verzauberter Gegenstand, der einen an einen bestimmten Ort bringt. Okay. Ich will nicht besser, Sir. Falls Sie sich umsehen möchten. Ja, aber bleiben Sie bei mir. Wir wissen nicht, wer ihn erschaffen hat. Oder warum? Wow. Das ist so toll. Ich komme aus dem Schwärmen nicht raus. Weiter weg von London, als der Wagen fuhr. Wir sind irgendwo im schottischen Hochland. Sir, diese Ruinen, glauben Sie... Der Portschlüssel sollte uns herführen? Das glaube ich. So haben wir beide uns den Tag sicher nicht vorgestellt. Aber Miriam hat George den Portschlüssel aus einem Grund geschickt. Und ich glaube, dass sie und auch George bei der Suche nach dem, wohin er führen soll, sterben. Nun, wenn es Ihnen gut geht und Sie nichts dagegen haben, ich würde mich gern umsehen. Aber natürlich, Sir. Gut, lassen Sie uns hier nach einem Pfad suchen, wie verblasst er auch sein mag. Mhm, okay. Auftrag gestartet, der Weg nach Hogwarts. Wir können noch nicht den Aufdeckzauber... Woher hatte Ihre Frau den Portschlüssel, der uns herbrachte? So cool! Ich bin ja schon mit meiner anderen Charakter, mit meiner Gryffindor, total weit, aber es ist trotzdem immer wieder atemberaubend. Wow, so toll, dieses Spiel. Alte Magie? Ja, eine mächtige Magie, die nur wenige beherrschen. Sie scheint vergessen worden zu sein. Schloss Hogwarts wurde durch sie errichtet und ist ein Hauptort dieser alten Magie. Ich weiß nicht, wie sie in den Besitz des Portschlüssels kam, aber ich bin sicher, er hatte mit der Suche zu tun. Ah, da unten ist ein Pfad. Hier lang. Mhm. Aber Sir, warum hat Ihre Frau nach Beweisen für verlorene Magie gesucht? Miriam wollte verstehen, warum so mächtige Magie aus der Welt der Zauberei verschwunden ist. Obwohl sie Gutes bewirken kann. Aber Magie ist nicht anders als jede andere Macht. Was wirklich zählt, ist derjenige, der sie ausübt. Okay. Ist das Eis? Es ist hier nicht kalt genug. Anscheinend ist es eine Art Verzauberung. Jemand wollte den Pfad blockieren. Schauen wir uns Ihr Können mit dem Zauberstab an. Fokus auf das Zentrum. Mhm. Basiszauber. Tippe auf RT, ja, um einen Basiszauber zu wirken. Boom! Boom hat's gemacht. Oh mein Gott. Ausgezeichnet!
Nutze deine Kamera eher, um ein aktives Ziel auszuwählen. Einige Spieler, Spielerinnen bevorzugen es, Ziele auszuwählen und den Avatar mit demselben Stick zu bewegen, indem sie kameraabgezogene Zielerfassungen in den Einstellungen deaktivieren. Okay, das wollen wir nicht. Wir sind jetzt schon ein bisschen geübt. Oh mein Gott. Das war etwas holpriger als erwartet. Boom. Boom. Wir können verbessern. Beinahe Professor Fick getroffen. Danke, Sir. Na, ist schon toll. So toll. Ich hoffe, das Let's Play kommt bei euch an. Ihr seid genauso gehypt wie wir. Ah, da oben. Ah. Mhm. Wir erkunden uns jetzt nicht hier um. Man kann hier auch noch Truhen finden. Das haben wir beim ersten Mal gemacht. Aber man findet so, so viele Truhen, wenn man dann in Hogwarts ist, in Hogsmeade und generell die ganze Karte sich dann erkundet. Deshalb, das lassen wir jetzt diesmal aus. Oh Gott, was geht hier ab? Wir sind noch ruhig. Alles gut. Hui. Okay, schauen wir mal weiter. Oh, es ist ziemlich stürmisch hier. Fast geschafft. Fast, okay. Immerhin gut, immerhin gut. Warum Eine hat tolle das jemand Ruine. Hier gebaut? Ich schätze, um für sich zu sein. Der Portschlüssel hat uns hierher geführt. Mhm. Halten wir die Augen offen nach etwas, das nicht hergehört. Mhm. Was hier nicht hergehört, okay. Die Minikarte zeigt deine Umgebung an mit der dir lila Pfeil in der Mitte. Also das gelbe Standortsymbol ist dein aktuelles Ziel. Halte nach oben gedrückt, um die Einzelheiten der Aufträge an- und auszuschalten. Okay. Okay, erkunde die Ruine. Erkunden wir mal. Hier liegt überall Zeugs. Was ist hier? Untersuchen. Professor, die Statue! Vielleicht war dies ein Zuhause. Okay. Total toll. Oh, da geht's lang. Dieser verzauberte Kristallstein wieder. Was könnte er nur blockieren? Hui. Was ist das? Wow. Professor Fig! Kommt der? Da kommt er. Wie seltsam. Warum sollte jemand diesen Stein hierher beschworen haben? Und wie kann dahinter ein Raum sein? Welcher Raum? Ich sehe da nichts. Wieder das Leuchten, wie auf dem Portschlüsselbehälter. Interagiert mit der Magie. Untersuchen. Merlins Namen. Weg den Kobold auf. Wo sind wir? Wo sind wir? Ah, wir sind das in Gringotts. Ich nicht. In der Koboldbank Gringolds, meine ich, heißt's. Total cool. Weck den Kobold auf. Hallo, du Schlafnase. Hallo? Oh Gott.
Der sieht ein bisschen verschlofen aus, der arme Kerl. Unmöglich. Einen Moment. Okay. Was möchte der gute Herr jetzt denn wohl von uns? Willkommen bei Gringotts Zaubererbank. Verlies 12, nehme ich an. Ganz genau. Schlüssel? Der Schlüssel Ihrer Frau. Oh, ja, natürlich. Hier entlang. Bleiben Sie bei mir. Machen wir. Kein Problem. Hui. Nach Ihnen. Lassen Sie Ihre Hände im Wagen, wenn Sie sie behalten möchten. Das wollen wir natürlich. Oh Gott, geht's da tief runter. Oh mein Gott, wie cool. Ich liebe es. Wow. Hunderte. Hunderte, ja, das war klar. Auf dem Weg zu Verlies Nummer 12 sind einige davon zu sehen. Im Moment sind wir direkt unter dem Hauptfoyer. Diese Verliese sind am neuesten. Sind private Eingänge in die Bank für Gringotts normal? Eine Seltenheit. Nur jemand mit viel Geld oder Macht oder beidem könnte solch einen Dienst beanspruchen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Gut, die Luft anhalten. Wie bitte? Der Wasserfall entfernt alle Verzauberungen. Eine Sicherheitsmaßnahme. Sie sind mit dem Diebesfall vertraut, wie ich sehe. Wow. Hab ich gehört. Hier befinden sich die unteren Verliese. Okay. Wie geht das denn? Verlies Nummer 12 wurde kurz nach Gringotts Gründung vor 400 Jahren in Dienst gestellt. Wow. Es befindet sich im tiefsten Teil der Bank. Festhalten, ein gutes Stück liegt noch vor uns. Okay. Dann bring uns bitte nur heil hin. Ah, da sind wir schon. Verlies sieht ja voll grimmig aus. Verlies 12. Ein großer Tag. Weiterfahren. Oh, guckt mal da, was er an seinem Arm hat. Was war das denn? Das hat ja richtig nur vor Aura so gestrotzt. Ich finde uns total süß. Oh, der verfolgt uns. Ah, nee, doch nicht. Ich dachte schon. Professor, das Armband, das der Kobold trug, hat geleuchtet. Was? Wie das Leuchten auf dem Portschlüsselbehälter. Nein, dunkler. Es war auch auf dem Halsband des Drachen. Wie meinen? Wir haben uns über den Kobold da hinten gewundert. Er wacht über den ältesten Bereich der Bank. Kaum Besucher dort heutzutage. Da sind wir. Da sind wir. Jetzt bin ich mal gespannt, was wir bekommen. Wann wurde dieses Verlies zuletzt genutzt? Jahrhundertelang war ein Kobold an meinem Tisch stationiert. In all der Zeit war niemand je in Verlies 12. Bis zum heutigen Tag. Ach, schaut mal, da ist eine Kiste. Hey, ich wollte die Kiste haben. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Wir holen uns eben noch ganz schnell diese Truhe. 60 Silber. Wenn es jetzt schon so vor unserer Nase ist, dann nehmen wir das natürlich mit. Vielen Dank für Ihre Hilfe, netter Herr. Was meinen Sie, wonach wir suchen sollen? Ich weiß nicht. Sir, vielleicht können Sie... Laut den Anweisungen für Verlies 12 soll ich dem Besitzer des Schlüssels Zugriff gewähren und dann die Tür schließen. Halt! Na super, danke. Viel Erfolg.
Na, danke. Das kam jetzt wirklich unerwartet. Ich muss denken. Hier muss doch irgendetwas sein. Revelio vielleicht. Revelio? Ja, ein Enthüllungszauber. Jetzt wäre er gut. Okay. Schauen wir mal, was wir übersehen. Zauberstab bereithalten. So, unser erster Zauber, Revelio. So, A. A und zurück. Baboom. Sehr schön. Revelio. Es hat geblinkt. Da war etwas. Etwas näher und probieren Sie es nochmal. Okay. Eine Tür. Ein Anfang. Da ist das Symbol wieder. Ich schätze, Sie wissen nicht, wie man... Doch, Professor. Das Symbol leuchtet genauso wie das auf dem Portschlüsselbehälter. Mhm. Falls sich Ihnen ein Weg offenbart, wage ich zu behaupten, wir haben das Geheimnis des Verlies entdeckt. Gehen Sie vor. Okay, untersuchen. Oh Gott, oh Gott. Lumos! Das ist kein normales Verlies. Wir müssen uns den Weg hier heraus verdienen. Was meinen Sie, unseren Weg heraus verdienen? Glauben Sie, okay, das ist eine Art Test? Genau. Aber den Zweck kenne ich nicht. Mir nach. Es gibt kein Disapparieren, wenn etwas schief geht. Nicht aus Gringotts. Okay. Nicht so schnell, bitte. Nicht so schnell. Wir wollen noch ein bisschen Licht bekommen. Faszinierend. Faszinierend, faszinierend. Ich bin hin und weg von diesem Spiel. Mir macht das so einen Spaß. Alleine nur dieses Hogwarts erkunden. Was ist das? Das ist so, so toll, wirklich. Also, ich kann es nur empfehlen. Da ist das Symbol. Und jetzt interagiert mit der Magie. Untersuchen. Boom. Oh. Als ich zum Leuchten gegangen bin, schien es, als würde der Boden sich unter mir drehen. Mhm. Geht es Ihnen gut? Ja, Sir, mir geht's gut. Sie haben den Boden anscheinend verändert. Ja. Die Statue. Welche Statue? Ich sehe eine Art Statue, aber nur als Spiegelbild auf dem Boden. Mhm. Entscheide dich, wie du weiter vorgehen willst. Revelio. Ich denke, das haben sie als Spiegelbild auf dem Boden gesehen. Genau. Das stimmt. Das Spiegelbild ist noch da, aber die Position der Statue passt nicht. Guck mal, sie bewegt sich. Als sie sich bewegt haben, hat das Spiegelbild sich zum Licht gedreht. Hm, vielleicht hilft hier ja Lumos. Der nächste Zauber! Baboom, baboom und zurück und baboom und babam. Das ist so schön. Das ist so schön. Du hast den Lichtzauber Lumos erworben, der automatisch dein Zauberset hinzugefügt wurde. Okay. Ah, schaut mal hier, um den Lumos zu wirken und zu löschen. Lumos. Sehr baboom. Gut. Und okay. Jetzt dreht sich das Spiegelbild zu mir. Es folgt wirklich dem Licht. Oh mein Gott. Oh. Uiuiui. Jetzt wollen wir es aber wissen. Ich hoffe, wir müssen nicht... Rotello! Accio! Descendo! Uiuiui. Levioso! Repulso! Boom! Zum Glück haben wir jemanden stark vor uns. Oh Gott. Expulso. Contrenco. Repulso. Contrenco. Expulso. Repulso. Und die nächste muss zerstört werden. Gehen wir ein Stück bisschen nach hinten.
weg. Ah, die nächste. Komm, wir helfen ihm. Impulso! Adrenko! Explosion noch? Uiuiuiui. Impulso! Explotego! Okay, wir müssen das noch zweimal machen. Oh, boom, habt ihr das gesehen? Einmal müssen wir es abwehren. Sieh dir dein Ziel, um den Weg nach vorne zu erfüllen. Okay. Anders, baboom. Und jetzt machen wir ihn fertig. Und den auch noch. Jetzt, genau, perfekt. Okay. Kommen Sie! Und jetzt wohin? Wohin? Ah! Oh mein Gott. Professor Fig. Wo sind Sie? Professor? Professor Fig? Wir machen uns erstmal Licht. Professor, wo sind Sie? Das ist nicht gut. Ah, schaut mal da. Wohin soll ich nur gehen? Guckt mal. Da ist eine Truhe. Was ist hier los? Die Spuren der Magie scheinen mich irgendwo hinzuführen. Wir machen es mal wieder hell. Da ist eine Kiste. Und jetzt müssen wir hier lang. Also man sieht, man bekommt wirklich jede mögliche Hilfe an die Hand. Man kann sich nicht verirren eigentlich. Untersuchen. Aktiviere die Statue. Okay. Und wie? Revelio, ich bin wohl auf mich hineingestellt. Okay. Jetzt wird's spannend, okay? Jetzt wird's spannend. Lumos. Du musst dich dahin drehen. Okay. Die Statuen vor ihr. Ich habe wohl keine Wahl. Mhm. Ich werde mir meinen Weg hier herausfinden müssen. Düdüm. Da sind wir die noch und die. Jetzt haben wir es. Baboom! Halte Y während Protego gedrückt, um Gegner mit einem Stupo-Kontakt zu betäuben. Okay. Boom. Einmal hat's geschafft. Jetzt machen wir die aber erstmal kaputt. Okay, das war zu spät. Das haben wir. Stopp, erst die da. Die haben wir auch. Baboom. Erstmal zerstören. Und kaboom. Erstmal weg, weg, weg. Und die jetzt erstmal kaputt. Boom. Stopp, den da. Kaboom. Und jetzt würde ich noch kaputt machen. Tadim. Haben wir alle? Lumos. Ich glaube schon, oder? Findet Professor Fig. Irgendwo. Lumos. Da war eine Kiste. Und jetzt müssen wir hier lang. Okay. Oh, das ist so spannend. Drücke. Ah, zu sprinten. Ah, jetzt habe ich es gecheckt. Ich dachte gerade springen. Sprinten wollen wir ja. Beziehungsweise springen wollen wir nicht. Wir wollen sprinten. Baboom.
So, dann wollen wir mal da durch. Wo sind wir denn jetzt gelandet? Okay. Da ist ein Dekarium. Denkarium? Dekarium? Ich bin mir gerade unsicher. Okay. Da ist er. Na, da sind sie ja. Wir haben sie. Wo sind wir hier? Ich weiß es nicht. Ich habe das gefunden, schwebend über dem Becken. Es ist mehr als das. Denkarium. Ein Denkarium. Um Erinnerungen zu sehen. Mal sehen. Jetzt bin ich gespannt. Kopf runter. Mhm. Alles ist bereit. Und der Portschlüssel? Ist gut versteckt. Ich frage mich, ob der von uns erschaffene Pfad unmöglich nachzuverfolgen ist. Es ist nur möglich für jemanden, der die Spuren alter Magie sieht, so wie ich. Ihre Fähigkeit zu sehen, was andere nicht können, wird nicht ausreichen. Wir vertrauen der Person, die sich auf die Reise wagt, mächtige Geheimnisse an. Wissen, das andere unbedingt besitzen wollen. Ja. Und wenn wir recht haben, Charles, dann ist die Hexe oder der Zauberer durch Abschluss der Prüfungen würdig, das Wissen und die dazugehörige Verantwortung zu erhalten. Wir haben alles getan. Das sehen Sie also. Das Leuchten. Das sie umgibt. Ja, Sir. Mhm. Erstaunlich. Sehe ich etwa Magie? Spuren alter Magie genau genommen. Die Magie, die Miriam immer für möglich gehalten hat. Aber nee. Miriam und vielleicht George starben auf der Suche nach jahrhundertelang vergessenem Wissen. Und sie... scheint mir, sind der Schlüssel zu all dem. Wir... Das sieht aber ganz anders aus als gerade eben noch. Wer ist das da denn? Da kommt jemand. Wer war das? Ich weiß nicht. Aber Sir, Sie sollten nicht hier sein. Wusste ich's doch. Renrock. Mein Ruf scheint mir vorauszueilen. Ich dachte schon, niemand schaut je in Rackhams Verlies vorbei. Und warum sind Sie hier? Nicht doch. Gebt mir einfach, was ihr gefunden habt. Dann lassen wir die Vergangenheit ruhen. Sir, Sie hatten den Verliesschlüssel. Sag jetzt nichts Unüberlegtes. Das soll nur heißen, dass die Anweisungen für Verlies 12 deutlich waren. Sir, es tut mir leid. Nur die Person mit dem Schlüssel hat Zutritt und Sie hatten keinen. Oh mein Gott. Uff. Ich habe keine Geduld für Verräter. Nun, wo waren wir? Ich Der gebe ist böse. Ihnen gar nichts. Tja, vielleicht ist ja die junge Dame hier hilfsbereiter. Oh mein Gott. Oh, was ist denn jetzt los? Oh.
Der Babbo kommt. Ist der jetzt auf unserer Seite? Oder ist der gegen uns am Ende? Aktuell ist er... Aktuell ist er scheint auf unserer Seite. Da ist eine Tür. Eine Tür! Alles in Ordnung? Ja, Sir. So ein mächtiger Kobold. Meine Magie scheint ihn gar nichts anzuhaben. Wo der ist auch böse, der. Ihr? Unmöglich. Die Leute hinter dem Denkarium, dem Medaillon und dem Zugang dazu wollten jemanden mit ihren Kräften hierher locken. Los. Die Einführungsfeier wartet auf uns. Hui. Gut, die Einführungsfeier ist noch im Gang. Ich bin kein Experte, doch das scheint angemessener. Nun, ich muss das Medaillon schnellstens untersuchen und dem Ministerium Bescheid geben. Ich muss ihnen von George erzählen und sie vor Renrock warnen. Ich bitte sie, dass wir alles, was vorgefallen ist, für uns behalten. Natürlich, Sir. Danke. Bereit für die Einführungsfeier? Das ist so toll. Jetzt kriegen wir gleich den sprechenden Hut auf den Kopf. Kriegen unser Haus zugewiesen. Phineas Nigellus Black. Oh Gott. Aber wieder ein bekannter Name, wohl bemerkt. Schulleiter. Fake. Schön, dass Sie auch hier sind. Die Einführungsfeier ist vorbei. Es gab Komplikationen. Komplikationen? Nun, das Koboldproblem scheint... Kobolde! Ich habe keine Zeit für Gerüchte, Fick. Und bald reißt auch mein letzter Geduldsfaden. Wenn Sie Glück haben, bekommen wir Sie heute Abend noch einem Haus zugeteilt. Ich melde mich. Alles klar. Professor Weasley, noch jemand für die Auswahl. Willkommen. Sie kommen gerade recht. Bitte setzen. Mhm. Ah, ja. Du bist etwas älter als die anderen, nicht wahr?
Du hast bereits gewisse Vorlieben und Vorstellungen, bestimmte Erwartungen. Ich freue mich auf den Unterricht. Ich will unbedingt erkunden. Schwer. Ich glaube, ich würde nehmen, ich freue mich auf den Unterricht. Ich freue mich darauf, die Professoren zu treffen und so viel wie möglich in Hogwarts zu lernen. In der Tat. Hogwarts hat motivierten Schülern viel zu bieten. Und was du im Unterricht lernst, bereitet dich auch auf Herausforderungen außerhalb des Klassenzimmers vor. Interessant. Ich spüre etwas in dir. Einen gewissen Sinn für... Was ist es nur? Loyalität vielleicht? Ja, komm, wir nehmen Loyalität. Loyalität? Ich denke, ich bin eine treue Freundin. Das schätze ich auch bei anderen. Du gibst nicht so leicht auf, nicht wahr? Herausforderungen schrecken dich nicht. Und deine Loyalität gegenüber einem Freund ist der Grund für dein spätes Erscheinen heute. Vielleicht gehörst du nach Hufflepuff. Zumindest wenn es nicht Slytherin ist. Harry dann damals, nicht Slytherin, nicht Slytherin. Ja, Hufflepuff, ja. Mein allererster Charakter war eine Gryffindor. Ich bin absoluter Gryffindor-Fan. Und ich dachte mir, für dieses Let's Play nehmen wir doch Hufflepuff, um einfach mal auch die anderen Häuser so ein bisschen näher kennenzulernen. Durch die Filme von Harry Potter kennt man ja zum größten Teil eher Gryffindor und Slytherin so. Und ja, das Schöne ist, Hufflepuff hat eine ganz, ganz coole Extra-Quest. Jedes Haus hat eine Extra-Quest, nur von Hufflepuff ist, finde ich, die am mega begeistertsten ist. Und das würde ich sagen, deshalb nehmen wir Hufflepuff als Haus. Tadam! Dann sei es Hufflepuff! Ui, und wir werden gelb. Oh, und eine Sache noch. Aufgrund der unglücklichen Verletzung im letzten Finale wurde die Quidditch-Saison für dieses Jahr abgesagt. Oh, schade. Ruhe, Fliegen allgemein ist ja nicht verboten. Aber bringen Sie mich nicht dazu. Oh, wie. Sie sollen sich auf Ihre akademische Zukunft konzentrieren und haben vor Unterrichtsbeginn morgen gewiss genug zu tun. Ich sagte, dass Sie vor Unterrichtsbeginn morgen gewiss genug zu tun haben. Oh Gott. Eieieiei. Was für ein Auftritt. Schön, Sie kennenzulernen. Professor Weasley, bringen Sie unseren Neuzugang bitte zum richtigen Gemeinschaftsraum. Aber natürlich, Sir. Wie ich sagen wollte, ich bin Professor Weasley. Sehr erfreut. Ebenfalls. Professor. Als stellvertretende Schulleiterin gebührt mir die Ehre, Sie zum Gemeinschaftsraum zu führen. Hier entlang. Schüler steigen normalerweise nicht als Fünftklässler ein. Dürfte nicht einfach werden. Aber das hat sie sicher noch nie aufgehalten. Richtig, Professor. Das wäre dann der Eingang zum Hufflepuff-Gemeinschaftsraum. Mhm. Das ist der Eingang? Richtig. Ich werde es Ihnen erklären. Aber zeigen werde ich es Ihnen nicht, da ein kleiner Fehler bereits für eine Essigdusche reicht. Na, lecker. Unangenehm. Okay. Sie müssen an das Fass klopfen, zweites von unten, Mitte der zweiten Reihe, im Rhythmus von Helga Hufflepuff. Oh Gott. Okay.
Und? Baboom! Sehr haben's gut. Geschafft. Jetzt gehen Sie rein und schlafen Sie gut. Morgen ist ein großer Tag für Sie. Ich hole Sie morgen vor der ersten Unterrichtsstunde hier ab. Danke, Professor. Das ist schön. Gern geschehen. Genießen Sie Ihre erste Nacht auf Hogwarts. Gute Nacht. Gute Nacht. Wie schön. Oh, ist das cool. Niemand da. Ich sollte zum Gemeinschaftsraum. Aber gut, ich würde sagen, für die allererste Folge zum Reinkommen, zum Start dieses Let's Plays, würde ich sagen, machen wir Schluss für heute. Ich hoffe sehr, dass es dir gefallen hat, dass du dich genauso auf die nächste Folge freust wie ich. Und ja, ich wünsche dir jetzt noch einen wunderschönen Tag und freue mich dann, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen. Bis dann. Tschüss.